Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie zur Hauptausgabe der Tagesschau. Bis zu 100 Mal schneller. Und es gibt ein schönes Wochenende. Es ist lautlos, geruchlos und tötet innerhalb von Minuten. Eine 5G-Antenne. Homosexuelle sollen in der Schweiz möglichst bald mehr Miete verlangen dürfen. Das Problem ist die Umsetzung. Man braucht unglaublich viel Konsens. Kein Konsens im Toggenburg. Diesmal gilt, wenn zwei sich streiten, freut sich kein Dritter. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Wenn zwei sich streiten, freuen sich am Ende alle. Und gebaut wird auch mitten im Winter. Oh, ich wollte schon packen. Willst du rausgehen? Ja. Also. Schau, ob wir hier die Türen aufhören können. Schlecht, schau, aber ich kann die rauslöpfen. Komm, tu die gut an den Finger und dann tu die rauslöpfen. Also. Komm, tu die heben, mit der anderen Hang auch. So, komm, gut heben. So. Ja, Richi! Ich hab gesagt, du sollst die gut heben! Über 300 Millionen Franken. 34 Milliarden Dollar. 500 Milliarden Dollar. Wer zur Hölle kann es sich leisten? 500 Milliarden Dollar? Das ist ja eigentlich erst die erste Runde und so weiter und so fort. Ja, ich denke schon. Die Deutschen haben das Vertrauen in ihre Regierung größtenteils verloren. Schädler, los, kommen Sie mit. Tut mir leid, ich gehe nirgendwo mehr hin. 6 weitere Mitglieder der Endzeit-Sekte hingerichtet. Angebliche Apokalypse. Und in 2 Stunden gibt's auf SRF 1 10 vor 10 mit Andrea Fetsch. Wein aus Bananen, unsere Idee heute bei 10 vor 10. Katja. Vielen Dank, Andrea. Einen schönen Abend noch und auf Wiedersehen. Meteo wird Ihnen präsentiert von Rise. Nigger, das war von SRF Meteo. Ich wünsche Ihnen einen Abend und auf Wiedersehen. Meteo ist Ihnen präsentiert worden von Rise. Keine schlechten Vibes, okay, ich mache jetzt Sound.